Es geht wieder los mit Let's Play Mario Kart 8 Deluxe. Wir wählen hier einfach mal Polarkreis Parcours aus. Mal gucken, ob diese Strecke auch gewählt wird. Noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Und dann geht es weiter mit Let's Play Mario Kart 8 Deluxe. Für die Nintendo Switch. In der letzten Folge bin ich auf einige Themen eingegangen. Wie zum Beispiel meine Zukunft. Also meine zukünftigen Let's Plays und meine Lieblingskonsole. Die Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten war. Und jetzt, über was wollen wir reden? Eine gute Frage. Ja, irgendwie kann man über alles reden, ne? Es gibt so viele Möglichkeiten. Und sehr oft wähle ich auch das Thema Musik. Ich bin am Freitag. Oh, warte, kurzen Moment. Diese Folge kommt ja viel später raus. Am 2.2. bin ich bei SDP in Bremen auf einem Konzert. Das ist jetzt das dritte Konzert von SDP. Also das dritte, also nicht insgesamt das dritte, sondern von diesem Konzert, von dieser Tour. Ist es das dritte Mal, dass ich auf einem Konzert bin. Also von der Tour, die bunte Seite der Macht. Ich war in Hamburg, in Bremen. In Hamburg, in Berlin. Und bin dann von Hamburg direkt nach Berlin gefahren. Weil die Konzerte waren direkt hintereinander. Am 17.11. war SDP in Hamburg und am 18.11. war SDP in Berlin. Dann bin ich mit Freunden wieder zurückgefahren. Also das war wirklich eine coole Erfahrung. Hat wirklich Spaß gemacht. Und dieses Jahr bin ich auf der gleichen Tour dann wieder in Bremen dabei. Und in Lingen. Also SDP habe ich dann letztes und dieses Jahr viermal gesehen. Ach warte, auf dem Deichbrand sehe ich sie nochmal. Da werde ich wohl auch hingehen. Da habe ich Lust zu. Und ich gehe jetzt zum Hurricane Festival. Wobei, ich habe noch keine Deichbrand-Tickets. Vom Hurricane schon. Mal gucken, mal schauen. Aber eigentlich wollte ich auch zum Deichbrand, aber es ist halt die Kosten, ne? Die Kosten, die Kosten, die Kosten, die kommen dann ja auch noch. Daher wird das, glaube ich, ein bisschen zu viel. Zu viel Rambazamba. Dieses Jahr sehe ich dann noch die Beginner in Aurich. Und Stefan Raab live in Köln. Also ich habe ziemlich viel vor. Also ich gehe super gerne auf Konzerte. Und schaue mir viel an. Und ja. Das erste Konzert ist dann halt SDP. Ist zwar nochmal das gleiche, aber ich liebe diese Band einfach. Ich finde die so toll. Am 17.05. ist dann... sind dann die Beginner in Aurich. Wir sind Erster. Erster Platz. Und, ja, 17.05. Dann kommt ja schon das Hurricane Festival. Danach dann Stefan Raab. Beziehungsweise, wenn ich dann zum Deichbrand gehe, dann noch Deichbrand. Aber eigentlich möchte ich da schon hin. Denn ein paar Kollegen von mir gehen da auch hin. Und das ist dann quasi der Gruppenzwang. Zum Hurricane Festival gehe ich mit meinen Brüdern. Auch wieder Gruppenzwang. Nein, ich will da wirklich hin. Ich werde nicht gezwungen. Ich gehe da freiwillig hin. Ist doch klar. Klar wie Kloßbrühe. Ja, auf dem Hurricane sind auch die Beginner. Matzen ist da. Matzen finde ich zum Beispiel auch sehr gut. Die machen gute Musik. Kraftklub. Billy Talent und Kraftklub habe ich zwar letztes Jahr schon auf dem Deichbrand gesehen, aber gerne schaue ich mir die noch einmal an.
Letztes Jahr waren meine Brüder nicht dabei. War ein bisschen schade, deshalb war die Stimmung ein bisschen mau. Wir machen zusammen immer viel Stimmung. Mal gucken, wie das so dieses Jahr wird. Bestimmt ganz cool. Diesmal können wir nicht auf mein Auto zurückgreifen. Ich hatte letztes Jahr, beziehungsweise noch bis zu diesem Jahr, einen Opel Astra. Ein Caravan. Und da passte echt viel rein. Und deshalb haben wir das immer ausgenutzt, um da Bier reinzupacken. Zelte, Pipapo. Aber jetzt habe ich dieses Auto nicht mehr. Ich wollte mir eigentlich ein neues Auto holen. Hab bisher aber noch nichts gefunden. Aber auf dieses Auto können wir jetzt nicht mehr zurückgreifen. Bisschen schade. Ich habe mit diesem Auto wirklich viel erlebt. Mit dem Opel Astra. Meine Musikauftritte. Damit habe ich immer die DJ-Anlage transportiert. Also es war doch ein bisschen schade, als ich das Auto weggegeben habe. Aber da war halt Schimmel drin, ne? Schimmel und die Scheiben waren immer beschlagen. Hat sich dann auch irgendwann nicht mehr gelohnt. Ist ja auch ein altes Auto. Von 1900 irgendwas. Ich glaube 97 oder 96. Da habe ich die Banane ein bisschen zu spät eingesetzt. Ärgerlich. Mensch, was ist denn hier los? Rambazamba oder was? Also ich muss selber sagen, ich mag sehr gerne die Modelle von Opel. Zwar hier bei mir in Ostfriesland sind alle so VW verrückt, aber ich irgendwie nicht. Ich bin irgendwie ein großer Opel-Fan. Was heißt ein großer Opel-Fan? Mein Bruder ist ein großer Opel-Fan, aber ich mag die Autos auch sehr gerne und möchte später auch wieder ein Opel Astra haben. Was ist mit euch? Mögt ihr lieber VW oder seid ihr mehr so die Opel-Fans oder ist euch scheißegal, was ihr fahrt? Soll es ja auch geben. Gerade hau ich hier alles raus. Das ist ein Fehler. Der Erste kriegt ein Präsent. Bitteschön, mein Freund und Kupferstecher. Sehr gut, das freut mich. Schadenfreude ist doch bekanntlich die schönste Freude. Sogar noch ein Pilz für mich. Da bin ich doch fröhlich. Also, jetzt hatten wir das Thema Autos. Auch interessant. Wobei, ich könnte eigentlich nochmal das Thema Lieblingskonsole aufgreifen. Ich habe ja gesagt, dass Nintendo 3DS eigentlich meine Lieblingskonsole ist. Denn darauf habe ich echt viel gespielt. Jetzt könnte ich ja eigentlich noch erwähnen, welche Konsolen ich noch so besitze. Also, ich habe eine Nintendo NES, die alte, also ein grauer Kasten. Ich habe die Mini SNES, die kam ja erst letztens raus. Ich habe die Nintendo Lite, also DS Lite, die ist kaputt gegangen. Wenn man den Bildschirm so hoch macht, ist ja von der Halterung so ein Teil abgebrochen und deshalb kann ich die so öffnen, also die kann ich hin und her wedeln und der Bildschirm wackelt dann vor sich hin, wie er möchte. Also da ist kein Druck mehr hinter. Also ich kann den Bildschirm nicht mehr einrasten, entweder er ist auf oder er ist zu. Mehr kann ich damit nicht mehr machen. Dann habe ich noch die Nintendo 3DS. Ich wähle mal das hier. Die PlayStation 2 habe ich. Die Nintendo Wii, die Nintendo Switch. Und das war's eigentlich schon. Und ein PC natürlich. Auf dem PC mache ich ja meine Let's Plays. Also ich nehme von der Konsole ja auf. Aber ich muss das ja alles noch laufen lassen. Auf dem PC. Der PC nimmt das dann alles quasi auf über so eine Capture Card. Daher alles ganz wichtig. Was ist denn mein Lieblingsspiel? Ich glaube, mein Lieblingsspiel ist also ein Pokémon-Spiel. Ich würde sagen, Pokémon Soul Silver.
Das Spiel habe ich, glaube ich, am längsten gespielt von allen. Wie viele Spielestunden hatte ich denn da drauf? 290 oder noch mehr? 300? Irgendwie so viele waren da drauf. Aber ich habe wirklich alle Pokémon-Spiele sehr, sehr intensiv gespielt. Bin ein großer Pokémon-Fan. Also von den Spielen, von der Serie mittlerweile nicht mehr so. Auch wenn ich den neuesten Kinofilm gesehen habe, Pokémon der Film, Du bist dran. Obwohl, Du bist dran ist ja eher so ein Spruch von Yu-Gi-Oh! Aber gut. Wir sind gerade schon wieder Erster. Also gerade läuft es mit Luigi gar nicht mal so schlecht. Das kann sich, glaube ich, sehen lassen. Buhu kommt und klaut uns ein Item. Das ist aber nicht so freundlich, mein Herr. Jetzt muss ich gerade wieder an Callcenter Fun denken. Er nennt sich nämlich teilweise immer Herr Erbschlecht, glaube ich. Also nicht Erbgut, sondern doch Erbgut ab und zu auch mal, aber ab und zu auch Herr Erbschlecht oder Herr Herr. Das finde ich immer gut, wenn er sich Herr Herr nennt. Also, der Callcenter Fun, der, ja, verarscht dann immer diese Betrüger am Telefon, die einem was andrehen wollen. Ich glaube, das ist jetzt schon zum dritten Mal, dass ich das erwähne, aber ich finde den echt toll. Müsst ihr euch mal angucken. Echt witzig, was er so macht. Finde ich gut. Ich könnte sowas zum Beispiel nicht, denn ich bin, glaube ich, nicht so schlagfertig wie er. Daher für ihn ist es natürlich top. Passt perfekt, er ist schlagfertig, kann das machen. Ich bin nicht schlagfertig und kann das nicht machen. Und wir haben dieses Rennen gewonnen. Es läuft wie geschmiert. Trotzdem möchte ich diese Folge an dieser Stelle beenden. Warte, sind wir überhaupt schon so weit? Darf ich diese Folge denn schon beenden? Ich denke mal schon. Oder? Ja. Wird schon, passt schon, alles gut. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, ich warte erstmal, bis dann, erstmal ciao.